Erst waren negative Zinsen für Privatkunden die Ausnahme, nun werden sie zur neuen Norm. Im Dezember ist der Zinssatz für Spareinlagen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Deutschland erstmals unter Null gesunken. Mit anderen Worten, wer seiner Bank länger Geld anvertraut, zahlt dabei drauf. Das zeigt das neue Zinsradar des Fintechs Weltsparen, das sich Daten der Europäischen Zentralbank bezieht und über das die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ zuerst berichtet hat. Demnach lag der durchschnittliche Zinssatz für Einlagen im Dezember in Deutschland bei minus 0,01. Eingerechnet sind dabei sämtliche Neuanlagen mit einer Laufzeit von bis. Deutsche Sparer zahlen somit im Schnitt Strafzinsen auf ihre Festgeldanlagen. Heißt es, bei Weltsparbanken müssen schon länger negative Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank EZB. Schon 2014 führte die EZB im Euroraum negative Einlagezinsen ein, um ihr selbst gestecktes Inflationsziel zu erreichen. Die Zentralbank soll für stabile Preise sorgen und peilt dabei mittelfristig eine jährliche Inflationsrate von knapp unter 2% an. Doch dieses Ziel verfehlen die EZB und andere Notenbanken seit Jahren. Die niedrigeren Zinsen sollen der niedrigen Inflationsrate entgegenwirken. Mehr zum Thema Gerichtsurteil. Citigroup überweist $501 Millionen zu viel und bekommt das Geld nicht zurück. Spiegel Plus Ökonom Lars Feld über ein Einfamilienhausverbot. Die Preise bestehender Häuser dürften extrem steigen. Ein Interview von Henning Jauer. Nicht sparen mit Verlust. Fast 200 Banken berechnen Negativzinsen. Jahrelang gaben Banken die negativen Zinsen nur zögerlich an Kunden weiter. Strafzinsen wurden zunächst vor allem für größere Anlagesaufbau bei Unternehmen berechnet. Die Institute ein sogenanntes Verwahrengeld. Die neuen Daten zeigen nun, dass die Negativzinsen auch Privatkunden haben. Deutschland ist dabei kein Einzelfall. In Dänemark sind die Zinsen für Privatkunden schon länger negativ. Neu kommt nun auch Luxemburg dazu. Das bedeutet aber nicht, dass bereits jeder Bankkunde in Deutschland von Negativzinsen betroffen ist. Zwar berechnen manche Banken beim Tagesgeld inzwischen Negativzinsen ab dem ersten Euro. Bei Girokonten werden oft aber erst ab einem bestimmten Betrag Strafzinsen. So beträgt der Zinssatz für Guthaben von mehr als 100.000 Euro dann etwa minus 0,5%. Unterm Strich ist nun der an die EZB gemeldete Durchschnittswert für alle Spareinlagen unter Null. Besserung für Verbraucher ist nicht in Sicht. Die Leitzinsen bleiben negativ. Und immer mehr Institute geben die niedrigen Zinsen an ihre Kunden weiter. Allein in diesem Jahr haben 46 Banken Minuszinsen für neuen Giro- und Tagesgeldkonten eingeführt oder die Konditionen verschärft, teilt die Finanzberatung FMH auf Spiegel Info. Insgesamt verlangen damit 235 Banken in